Wieso nicht? Wieso warten? Wo geht's? Wo jetzt? Jungs, nimm das Seil auch hoch nach vorne, Hendrik. Bleibt ja nicht links am Bord. Das ist meine Aufgabe. Oh, das ging bis jetzt am besten. Warte. Der wurde extra gut gebaut. Das Leben kann wirklich schön sein. Ja, und bei dem Wetter. 30 Grad im Bansko, mit einer Yacht unterwegs. Alles schön. Hätte sich trauen. Die Yacht hatten wir vorhin schon. Stimmt. Dieses Jahr wird es noch schöner. Genau, wir haben zwei Damen an der Seite und wir haben ja nicht nur uns alleine. Leider. Nein, sie werden durch natürlich auch für uns tanzen. Auf unserer Bühne, wir haben sogar eine Bühne. Naja, aber für uns eine Bühne, man fängt auch mal klein an. Schon gerade unsere Boote vor uns weg. Die nehmen dann gleich eine rechts an, im besten Fall. Ist das jetzt Backbord oder Steuerbord? Es ist noch keiner gesunken, können wir verraten, auch nicht beim Reinsetzen. Wir hoffen, das kommt dann nachher irgendwann. Nein, das ist jetzt sitzig Backbord oder Steuerbord? Steuerbord. Steuerbord ist rechts. Ja, stimmt. Wenn ich mich jetzt da drüben hinsetze, ja, Steuerbord links. Was habt ihr gerufen, als sie ein bisschen Alkohol verteilt haben? Was habt ihr gerade gerufen, alle? Hauptschule! Hauptschule! Am besten ist, wir rufen ihn mit dem Namen und der heißt ja Neptun. Wollen wir nochmal, du kannst ja schön zählen. Olli ist derjenige, der zählen kann. Der macht nochmal den Countdown. Einmal. Eins, zwei, drei! Neptun! Geht doch! Klappt doch! So, kommen wir denn auch hier raus? Unsere Mädels sind ein bisschen feucht geworden. Das Anlegemanöver hat geglückt. Was ist denn nun? Ja, wir sind dies Jahr mal auf der anderen Seite gestrandet. Kleine Bier, ich bin Kasten. Ja, ich! Ja, deswegen waren die da auch noch am falschen Seite. Ja, wir lieben die Abwechslung. So ein bisschen hin und her ist ja auch nicht so verkehrt. So, wir werden jetzt die Boote taufen und dabei dann auch gleich ein paar kleine Showprogramme sehen. Das sagen wir denn aber rechtzeitig an. Die Bootsbesatzung nicht bei der Höchste. So, hat schon jemand Neptun gesehen? Taucht der eventuell aus den Tiefen hervor? Ja, ich sehe ihn schon. Ein grüner Kopf kommt da hinten. Der ist so fett, der Gründung. Tatsächlich, ich sehe ihn auch. Hat nichts mit einem Ruhe zu tun. Das ist wunderbar. So, also hier bei herrlichem Sonnenschein ein wenig eine frische Brise haben wir aufgestellt. Wie gesagt, Zeit. Wir warten uns heute den ganzen Tag. Molly, erzähl mal was. Ein, zwei Attraktionen haben wir dabei. Eine Attraktion ist, dass wir so gegen Mitte des Rennens noch einen Junggesellenabschied feiern hier heute. Ja? Ja. Einer geht weg. Dann kommt unser Drachenboot-Team aus Bansko noch vorbei. Die wollen dann noch einen kleinen Wettkampf mit der Gala aus Bansko ausfüllen hier. Und wir haben auch noch vor, Mützen für einen guten Zweck zu versteigern. Aber dazu später mehr. Wir sehen, dass Neptun uns die Ehre gibt und hier die Boote. Segnet er die oder bestraft er die? Ja, ich würde sagen, es ist doch eher eine Bestrafung bei dem Mann. Es gibt ja einen traditionellen Trunk. Oh, die. Oh, hi. Neptun, ich hoffe, du hast deine Milchkanne mit. Ja, also ist Mario würde sich bereit erklären, den ersten Schluck zu nehmen. Nein, wir haben hier von Bestrafung geredet, ja? Nein, er soll ruhig mit dem Boot. So, ich würde wirklich mal bitten, dass die Boote sich dann noch ein bisschen in einer Reihe aufstellen und Neptun kommt dann zu euch. Seinen Schluck austeilen. Ich hoffe, er hat an die Kinder gedacht. Nicht. Aber die Kinder haben hier noch was. Genau. Und die Kinder nehmen bitte keinen Schluck aus dieser Brühe. Das könnte das Leben total verändern. Ja. Wahrscheinlich paddeln sie in die falsche Richtung. Hier. So, der Tut. Fahr mal gleich hier vorne ran. Zu den Parkymen. Vom Parkymen. Oder die Parkymen könnten wir auch so ein bisschen in die Mitte fahren, dann sieht sie jeder. Genau. Das sind sie!
Das Boot heißt Tante Helga. Ja, wer ist Helga? Ach, hinten. Ah, mit den Knüppel habe ich heute schon gekriegt. Das war die Begrüßung. Vielleicht mit den Knüppel was übers Genick gekriegt und gefragt, na, war schön? Ja, das kennst du doch von zu Hause, oder nicht? Ah, deswegen fand ich es auch nicht so schön. Ja, da gibt's doch immer Blech, Bratpfanne, ne? Gusseisen und so. So, und jetzt müsst ihr auf Neptun warten. Neptun, hier vorne. Randa. Du Feine. So, du konzentrier dich mal ein bisschen auf das Wesentliche, Neptun. Oh, und jetzt sehe ich erst die Nixe. Ja, ah, ja, ich meine, wir sind ja auch ein bisschen abgelenkt hier aufs Boot. Aber ich habe sie trotzdem erkannt. Oh, ja, die darf ja auch zu uns aufs Boot kommen. Genau, Neptun nicht, ne? Nein. Nein, Neptun nicht. So, die Taufurkunden gibt es nachher bei der Siegerehrung. Wir wollen ja auch nicht, dass ihr die nachher... Ihr Wasser vernichtet und sie nicht aufhängen können. In die Wohnschule hängen, die traditionelle. Ne? Genau. So, die erste Kette geht rum. Wir wollen mal das Gesicht von Tante Helga beobachten. Tante Helga? Ja. Na? Na? Ja? Hm. Noch mehr. Ja, Tante Helga ist auch früher diese Kutter gewohnt. Halt den Eimer fest, der Blut. Tante Helga muss nach Hause fahren. Ja, aber die sitzt ja hier. Also, könnt jetzt ein bisschen auch konzentriert bei sagen, kriegt das nachher nicht alles aus hier, ne? Wir sollten noch fahren. So, wenn die Partywähler dann fertig sind, fahren Sie bitte zum Start. Wenn das noch möglich ist. Die Boote, die ein kleines Showprogramm haben, bleiben natürlich hier nachher. Ja, Showprogramm der Boote findet hier vorne statt, anschließend an die... So, wir haben sogar einen Rückwärtsgang, das ist natürlich vom Vorteil. Übrigens, dieses Boot kennen die meisten Bandscoer schon, das war schon öfter hier. Ist jetzt bloß ein bisschen umgebaut worden. Wenn ihr euch alle daran erinnert, das war mal der Ferrari, stimmt's? Ja. Ich hab's an den Rädern erkannt. Genau, und da die so langsam fahren, haben die jetzt Sitze draufgebaut zum Umhergondeln. So, das nächste Boot ist... Das sieht aus wie die Eule. Kann das angehen? Guck mal auf das. Ja. Das sind die WC-Enten. Die waren doch gestern in der Volkszeitung. Kann das ja. Sein? Ja. Die WC-Enten in der Volkszeitung. Sehr schönes Foto, muss ich mal dazu sagen. Auch die Kopfbedeckung, die heute getragen wird, war gestern schon zu sehen. Also ich würde sagen, diese Kanonatüte wäre für uns auch etwas günstiger. Ja. Gut. So, jetzt probieren Sie mal unser Bandscoer-Spezialbohle. Es wird immer alles getrunken, die ganze Kelle übrigens. Ne? Ja, Eule, die Kelle wird ausgetrunken.